Dann lass die rote fahren. Wollen wir die im Koop Ja, fahren lass sie im oder? Koop fahren. Also hintereinander. Kontrollmission mitkommen, schnelle Strecke. Der erste Spieler muss nur an den Schlüsselhaltestellen der Rundfahrt halten. Die anderen müssen an jeder Haltestelle halten. Kommt euch nicht in die Quere. Können wir auch machen. Was sind denn Schlüsselhaltestellen der Das ist Rundfahrt? wahrscheinlich einfach bloß immer jede zweite oder so. Können wir ausprobieren. Okay, too early event. Nee, also das brauchen wir nicht. Mach ich mal aus, ne? Ja, das stört eher. Fahrkartenautomat aktivieren. Kannst du von mir aus auch ausmachen. Stört eher. Weil ist ja doch relativ, ja, Ich relativ nehme mir belastend. den Lion City wieder, den A7. Wir haben schon einen A47 im Ja, das andere Übrigen. ist eine A21, glaube ich, gewesen. Ja, Achso. genau. Ja. Ja, Relativ hier Motor ähnlich. Typ Diesel. Genau, das ist der Unterschied. Gut. Gut, hab den Bin A47 wieder bei geholt. meinem O530. Kann losgehen. So, oh, hier ist das Gebläse direkt auf laut. Auf volle Bulle. So, warte. Ah, Sitz noch einstellen hier. Zack, Licht ausmachen wieder. Das können wir wieder anmachen hinten für die Fahrgäste. Gangwahl Fahr einlegen. einfach. Sonst sind wir schon wieder zu Zack. spät. Nee, die Zeit Habe ich immer beginnt Angst. erst. Die Zeit beginnt unten links, siehst du? Die Zeit beginnt erst, wenn wir von der Haltestelle richtig losgefahren sind. Also am Anfang kann man sich Zeit lassen. Na, da gehe ich gleich mal fix durch, ne? Ja, mal So. gucken. Hallo, ich grüße Sie. Achso, Y und X war das ja, ne? Ja, okay. Hallo? Ach, Leerlauf, okay. Gut. Forschungslabor. Da muss ich aber auch Na, anhalten. mal gucken, ne? Ey, Papa, Schlüsselhaltestellen, hier wir schon. hört ziemlich laut Musik. Na, den werde ich mir gleich mal vorknöpfen. Schauen wir mal, was Schlüsselhaltestellen sind. Aber es ist eine schöne Musik. Ach, du bist ja der ersten schon vorbeigefahren oder bist du an mir vorbeigefahren? Ich bin vor dir gestartet. Ach, du bist vor mir gestartet. Hätte ich gesagt. Okay, gut. Ja, du bist wahrscheinlich nicht an der gleichen Haltestelle gestartet wie ich. Ja, okay. So. Jetzt ist hier schon wieder ein Stück Stau. Das ist ja echt belastend. Ich werde den Stau umfahren müssen. Oh, jetzt wird's enge. Ach, shit. So, und nicht so schnell fahren. So. So. Forschungslabor. Achtung, Schlagloch. Sekunden zu früh abfahren, das geht ja gerade noch so. Jetzt habe ich als nächste Haltestelle die Hauptstraße. Weiß ich gerade gar nicht. Einen riesen Stau habe ich auch noch vor mir, den brauche ich jetzt nicht. Oh, ich Die habe Straße können. genommen. Ich überlege mir einen Plan. Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich nicht. Also ich glaube, die können alle die Verkehrsregeln nicht so richtig. Wenn Vorfahrt ist, fährt gerne bei Vorfahrt einfach, sondern bleibt stehen. Ist Hardy Hupe? Ja. Hilft's was? Nee. Ich finde, es bräuchte halt einfach mehr Ampeln. Genau, mehr Ampeln oder halt Kreisverkehre. Ich bin jetzt gleich bei der Schienenlegerstraße.
Okay. Ach, Schlagloch, scheiße. Ja, habe ich auch schon mitgenommen. Wer hat denn eigentlich den das gegeben? War, glaube ich, das Schild. So. Blinker korrekt eingesetzt. Ja, fahren wir ein paar Mal das Schild um. Hauptsache, wir haben den Blinker korrekt eingesetzt. Oh, Schlagloch. Ach du Scheiße. Aber Schlagloch, finde ich, hat ein cooles Force-Feedback. Ja, aber der Rest halt nicht. Ja. Halt dumm. Ach komm, ah, hier ist eine Ampel. Hier Ja, guck mal, die Straße fahre ich glaube, da fahre ich glaube ich nicht rein. Achso, wobei das hellblaue ist genau die Route wahrscheinlich. Und hellblau ist die Route, aber ich glaube, wir sind versetzt gestartet. Ja. Oder? Ja. Deshalb kommt euch nicht in die Quere. Das ist eigentlich praktisch. Also, so ist es auch. Alter, als ob. Ich kann doch nicht so arsch langsam überall lang fahren. Vor allem, wenn ich rechts an parkenden Fahrzeugen vorbeifahre. Hier sind überall Blitze aufgestellt. Mir ist wieder aufgefallen hier heimlich. Ich glaube, ich habe dich gerade überholt. Oh, rote Ampel überfahren, von wegen. Ich stehe da noch vor der Ampel. Ich stehe noch vor der Ampel. Naja. Dann fahre ich halt jetzt weiter. Habe jetzt eigentlich ein anderes Zielführungsschild? Nö. Weißt du, wenn du mit dem Bus halt ordentlich ausholst, um die Kurve zu kommen, und dagegen ja losfährt und dir reinfährt. Ja. Der Gegenverkehr nicht bitte. Die Schuld. Ja. So, außerorts macht 70, das ist gut. Achso, hast du Rundstrecke eingestellt oder war bloß eine Strecke? Nicht. Scheiße. Wo war denn da ein Radtunnel? Nochmal wiederholen? Also nur eine Strecke oder rund? Nee, ging gar nichts einzustellen. Ach, ging nichts. Okay, dann wird's normal sein. Okay. Zum Glück ist bald Sonntag. Ja, zum Glück ist bald Sonntag, sagt er. Das stimmt. So, ich kann jetzt hier noch 2,5 Minuten Pause machen, weil ich zu schnell gefahren bin. Nächster Halt, Augstraße. Ja, doppelt. Stimmt. Ich könnte, das ist ein guter Punkt. Ich mache eine Kontrolle der Fahrkarten. Ich fahre einfach zu früh los. Steigen Sie ein, herzlich willkommen. Wir haben heute, wir fahren schön mit Werbung. Ja, ist recht schick. Was auch immer das hier sein soll. H, irgendwas, O. Ja, Buchstabensalat. Hier. Eine gültige Fahrkarte, sehr gut. Müll aufsammeln, Sie sitzen auf Müll. Wissen Sie eigentlich, dass ja. Sie auch Müll sitzen. So, alle haben so eine gültige Fahrkarte, gibt's doch gar nicht. So. Da kann der Kollege mich ja noch einholen jetzt hier. Der ist ja nur noch 0,7 Kilometer entfernt. Wie viel Zeit muss ich noch warten? 1 Minute 20, ne? Geh ich nochmal raus. In 2 Minuten 40 da sein. Ja, okay. Ja. Kommen Sie gleich wieder? Er fragt, hallo, kommen Sie gleich wieder, ja? Der Fahrgast, wenn ich gerade ausgestiegen bin. Ja, ich komme gleich wieder, ne?
Ach, hier steht was. Bookworm. Okay, Bücherwurm-Werbung machen wir. Da gibt es bessere Texturen, schon allein beim Omsi. Mann, Mann, Mann. Wie sind du die Schlaglöcher? Den kannst du ja nicht mal ausweichen. Postleitzahl. Okay. Ja, ein Passagier hört ziemlich laut Musik. Das ist aber schön, dass ich das bei 50 km/h angezeigt bekomme. Ja, ne? Steigen wir jetzt sofort aus. So. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit. Der Bus fährt nun wieder los. Bist du bei der Oakstraße? Ja. Hauptstraße hatte ich da vorhin verstanden, aber ja, es war wohl die Oakstraße. Alter. Die Schlaglöcher sind fies. Sind sie, ja. So, aber an sich macht es schon irgendwie Spaß, muss ich sagen. Wenn man dann irgendwann mal vergisst, dass es ja teilweise alles ein bisschen schäbig ist und man einfach so ein bisschen fahren kann, dann passt das schon. Ja. So, 50, 60, 70 schaffen wir noch. Ah ne, hier vorne ist schon wieder Ortseingangsschild. Und da steht nämlich schon der nächste Blitzer. So. Siegwalden habe ich danach als nächste Haltestelle. Und du? Warte. Oakville Zentrum. Ah ja, siehst du, die habe ich ausgelassen. Dann nehmen wir jede zweite mit. Ja. Aber wie kannst du dir dann in die Quere kommen, wenn du pünktlich bist? Das geht ja dann nicht. So. Oh, schon wieder Teams Geburtstag. Jede Woche hat er also Geburtstag. Achso, das war hier wieder falsch. So. Jetzt habe ich Siegwalden. Ja, da bin ich gerade losgefahren. Jetzt ist wieder die Oakstraße bei mir, tatsächlich. Okay. Oh, da gibt's einen Blitzer. Mhm. Wäre ich halt nicht so gefahren, ne? Wäre ich nicht mit sich Geschwindigkeitsüberschreitung gefahren, wäre ich nicht pünktlich gewesen. Ja, Pünktlichkeit ist, glaube ich, besser. Also wichtiger. So, hier haben wir doch irgendwo Schlaglöcher gehabt. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad doch schneller gewesen wäre. Dann fahr ich. Gemein. Hm, hier sind 50. Die Haltestelle lassen wir aus. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Passagiere zurückgelassen? Oh, Tony. Hä? Aber ich hatte doch die Türen auf. Und ich bin... Bist zu früh abgefahren. Waren noch nie alle drin. Nein, eben nicht. Ich bin ja schon mit Verspätung angekommen. Ja. Oder fast mit Verspätung. Naja, gut. Die waren noch nie alle drin.
Ja. Ach scheiße, schon wieder ein Schlagloch. Mal schneller einsteigen. Ja. Der Kollege kommt doch eh gleich. Naja, der Kollege ist schon weg, würde ich es vielleicht eher sagen. So. Hey. Achso, 6 Sekunden, jetzt muss man wieder ein bisschen auf die Tube drücken. Und gerade so pünktlich sind. Einfach bei diesem Spiel mit Konfidenz in die Vorfahrtsstraßen einfahren. Ja. Habe ich auch das Gefühl. Ach, jetzt muss ich wieder direkt zum Forschungslabor zurück. Okay. Also, das war doch schon irgendwie eine Art Rundstrecke. Ich mache jetzt auch nach Siegwalden-Lerchstraße zurück. Okay. Das heißt, da kannst du deine... Also du kannst getrost bei diesen, bei dieser Sache Verspätung aufbauen, weil ich bin jetzt einfach auf der offenen Straße umgekehrt. Und ja. Bin sofort 5 Minuten früher. Ach du Scheiße. Oh, das war aber ein heftiges Schlagloch. Ach du Scheiße, ey. Viel zu spät kommen sehen. Was? Falsche Haltestelle? Oh. Sie sein Werder eh. Ja, ich wollte halt mal testen, ob die da auch vielleicht raus wollen. Mann. Da hinten links ist der Tor hier noch. Ach man, von wegen rote Ampel überfahren. Oh, nur weil man mal ein bisschen nah ranfährt. Ich laufe jetzt weg. Okay. Das ist schlecht. Ich glaube, ich komme nicht zu dir in der Zeit. Mach lieber mal deine Haltestellen fertig. Ich muss ja 3 Minuten warten, bis ich wieder abfahren darf. Ach so, na das schaffst du nicht. Ich bin ja auf der ganz anderen Uferseite schon. Ja. Ey. Blödes Auto. Zug. Sogar der Zug fährt. Zwei Minuten noch. So, da geben wir auch noch mal richtig Gummi.
Uiuiui, das haben wir aber gekonnt ausgewichen. Ich bin wieder am Forschungslabor mit 2 Minuten Verfrühung. Sehr pünktlich, danke, sagt er. Na, gern geschehen. Da warte ich hier noch kurz. Mach mal die Tür so lange zu, sonst ist es ganz schön laut draußen. Ah. Ja, ist echt laut, aber ich kann nur beide Türen schließen. Event, Bus zurücksetzen, weiter. Man sieht schon mal, Einkommen aktueller Fahrt, Gesamt 5.700 kriege ich. 2x Kollision, 6x Schlagloch, zu schnell, 2x rote Ampel, ach du Scheiße. 2, 1. Da hinten ist der Toni. Ich bin hier. Ich muss noch eine, dann glaube ich anfahren. Genau, der Heuschober. Toni ist bei der Hälfte. Genau, ich hatte nur 4 Stationen tatsächlich. Also nur wirklich jede zweite, nehme ich an. Ach, die sogar fährt er erst noch. Wobei, die hatte ich doch, glaube ich, auch. Die hatte ich. Die hatte ich. Toni fährt wahrscheinlich noch die, dann die, dann die, dann die. Hä? Was? Und dann hier, hier, hier. Das dauert. Ja, so schnell kann man auch 30 Sekunden rumkriegen. Mal nochmal alle Türen auf, frische Luft reinlassen, vielleicht noch ein paar Leutchen dazu. Nix, okay. Welche dumme Bremse ist denn dann jetzt? Schließen wir die Tür noch. Machen das Ding zu. Ja, dann wollen wir mal zur letzten Station. Als ob ich den Scheißbus jetzt nicht mehr anbekomme. Gang eingelegt? Ja. Motor an. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße. Warum kümmern Sie sich? 1,5 Minuten Verspätung, ey. Da wartest du schon extra lange und dann hast du noch Verspätung. Ja, aber halt wirklich, also ich dachte halt mit Zündung und allem, ich kann das ja nicht, das, also du kannst die Zündung kannst du ausmachen über das Dashboard. Ja. Aber du kannst das nicht anmachen, das ist ja dumm. Also, nicht anmachen doch. Nee, habe ich nicht hinbekommen. Okay, gedrückt halten. Irgendwo versteckt. Na gut. Ich bin jetzt bei der Oakstraße wieder. Ja. Haltewunsch-Taste. Nein, das ist eingepennt bei mir. Endstation.
Dass eine Strecke beendet, warte auf deine Mitspieler. Na, das kann ja dauern. Na, 3 Minuten bis zur nächsten Haltestelle noch. Gar nicht, ob das, ne, das müsste die vorletzte erst sein. Ja, ja, ich glaube, das ist doch, also mindestens 3. Ja. So, ich guck gerade hier mal durch den Bus, ob da alles sauber hinterlassen wurde. Sieht schön aus soweit. Dem dämlichen scheiß Schlaglöcher. Kann ich ja so lange noch mal meinen Bus an sich angucken? Kann man hier zoomen? Ne. Zündung ist I. Ja, wir haben's I. Wir haben's. Tata ist eilig. Tata ist M, das ist auch interessant. Ah, das ist cool. Muss ich mir merken. Hab ich den nicht hier drauf? Hab ich überhaupt was? Hier habe ich gar nichts draufgelegt. Das ist Blinke. Das ist nicht belegt. Achso, das ist die Parkbremse, nehme ich an. Nee. Klingt aber ähnlich. Was ist das? Es klickt bloß, aber es tut sich nichts. Radio. Ist das der alte Wunschtaster? Mal kurz in die Optionen, in Steuerung. Aber D-Pad up ist belegt. Gamepad left thumbstick button. Aha. Fahrkartenautomat ein aus. Aha. Das sieht alles. Zündung special left. Achso, Lenkrad. Ah, vielleicht hier. Ah, hier vielleicht. Rechts Blinker, linker Blinker. Auch mindestens 2 Haltestellen. Ja. Yep. Aber ich meine, der Fahrplan sieht es nicht anders vor. Also ich hätte eher fahren können, aber... Nee, eher fahren können geht, glaube ich, tatsächlich. Ist nicht so schlimm, ne? So, linker Blinker. So, Gang runter, Gang hoch, können wir ja. Brauchen wir das überhaupt? Alter. Weil ist das nicht. Was ist denn das hier? Gang hoch. Anwenden, ja. Gang hoch, Gang runter ist. F und R. Okay. Kann man es vielleicht merken. Gasbremse. Aha. Kann man einstellen. Schön. Was soll denn das? Ich will die Spur wechseln. Blinken. Ja. Der lässt mich nicht rein. Ruhe bewahren. Die ganze Zeit auf der Höhe gefahren. Links. Und dann sagt das System, nee, beim geradeaus blinken. Kamera zentrieren. Wo ich mir so denke, so, Actionkamera, okay. Rampe. Alle Türen auf und zu ist gut, Hupe ist gut. Handbremse ist das schwarze da unten. Erstes war der 5. Bushaltestellenbremse. Die wäre noch gut. Wie habe ich denn das beim Omsi? Oh, ich kann diese Kommentare nicht mehr hören. Ja, die kann man vielleicht auch ausstellen. Also hier Retarderstärke. Wie wenig sind denn das? So, erhöhe Retarderstärke. Verringere Retarderstärke.
bin jetzt bei der Schienenlegerstraße und muss dann nochmal nach oben eiern, wo ich gestartet bin. Okay. Ach, das ist die Bushaltestellenbremse gewesen. Ah, nee, warte mal. Nee, die habe ich festgelegt gerade. Das nenne ich guten Service. Handbremse. So, Licht. Krieg ich hin. Ah ja, und Wechselgeld. Dann machen wir doch mal hier Hupe. Hier. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts aus Versehen doppelt belege. Als ob dann immer noch eine Haltestelle offen ist. Die Rampe? Ja, ja. Weißt du, Hauptsache ich kann mit 20 so einen Bumper überfahren, aber ein Schlagloch bei 20, das ist zu viel. Ja, das geht überhaupt nicht. Wobei, da können wir vielleicht lieber hier das... Was ist das? Da ist das. Ja, genau. Bushaltestellenbremse machen wir dann mal. Ach, Alter, dass die Dings weggeht. Bushaltestellenbremse hier drauf. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Echt? Hat er gesagt. Schön. So, dann machen wir noch erstes. Wenn ein Auto vor mir fährt, kann ich doch ein Schlagloch auch nicht da sehen, dass ich ausweichen kann. Zweite Tür hier. Was haben wir noch? Ich müsste noch zwei Knöpfe frei haben. Dann machen wir mal Fahrgastabteil Spiegel wäre vielleicht noch lustig. Feststellbremse, Zündung. Feststellbremse ist vielleicht schon ganz gut. Gut. Es gibt noch so eine Haltestelle und dann noch eine. Ich fahr noch komplett in dem Industriegebiet hinten rum. Okay. Das ist die Hupe. Ach, das ist die Ansicht, okay. Das war die Rampe. Kann ich das Fahrerfenster auch verwenden? Nee? Nee, okay. Okay, das mit dem Retarder kann auch gut sein. Oh ja. Super, Toni. Bald geschafft. Ja. Wann kommt denn dieser Bus ja mal endlich? Das kann ja wohl nicht sein. Hinsetzen? Geht nicht. Also im Bus war es angenehmer und leiser. Aha, er dachte, er hat sich eine gekauft. Ah, okay. Als ob, ich hab die laute Musik nicht ignoriert. Was ist denn das? Wie schnell? Leg dich doch mal nicht so auf, ist doch egal. Mann.
So, ich warte hier schon 10 Minuten, Toni. Ja, ist okay. Vorletzte Haltestelle. Mhm. Hätte es mich eigentlich auch... gerade Müll aufgesammelt. Hätte es mich eigentlich auch 2 Millionen fahren lassen können. Oder mir mehr Haltestellen geben können. Ja, du, das konnte ich ja nicht auswählen. Nein, ist ja okay. Ist nur, ich denke bloß drüber nach, wie der Modus war. Der ist halt ungleich verteilt. Ja. Von Fahrstrecke her. Ist jetzt die letzte Haltestelle der Heuschober oder ist jetzt noch das Forschungslabor vor dir? Zuckerfabrik. Was, Fabrik? Die Zuckerfabrik. Ach so, die. Ach, mir wird es gar nicht angezeigt, dass da noch die Zuckerfabrik ist. Ich glaube, ich fahre jetzt noch zu dir. Zum Heuschober. Da kommst du mir jetzt gleich entgegen. Pünktlich? Habe ich da gehört, dass du pünktlich bist? Da ja. Freut sich die Golden Company. Naja, ein Passagier hat etwas vergessen. Und man kann natürlich nicht springen. Hey, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hier war ein Zebrastreifen. Ja, war ja aber keiner. Ich? Du bist niemand. Der Bus fährt einfach ohne mich weg. Komm zum Heuschober. Ich versuch's ja schon. Oh, der ist ja einfach gespawnt. Und der auch. Hm. Wenn man sich nicht mal die Mühe gibt, dass die NPCs versteckt spawnen, sondern einfach hier aufploppen. Mensch. Oder bist du schon da? Ich bin noch am Rennen hinter dir. Oh, oh. Das hat aber gedauert. Einmal ein Senior-Ticket bitte, Tageskarte. Schnalze! Oh nein. Oh, keine gültige Fahrkarte, 120 Euro. Na was? Jetzt hat er eine gültige, na das ist ja toll. Ach so, die müssen wir auch noch mitnehmen. Nochmal halt. Ach so, wer hat denn diese Strecke gebaut, Toni? Ja? Ich, kann das ich hab doch einfach nur schnelles Spiel. Schnelles Spiel, ne? Fahrkarte schon gezeigt. Alles gut. Ich meine, die bringt hoffentlich richtig Kohle. Also das kann doch... kann doch schon auch was Gutes sein jetzt. Da sitzt richtig unzufrieden. Sitzt du da an den Steuer? Ah, da wollte ich schon nächstes Mal aussteigen. Das ist toll. Ah, hallo, ich grüße Sie. Sie schon wieder, Sie sind immer mein Lieblingsbusfahrer. Wo geht's denn heute hin? Fahren Sie mal das Lenkrad ordentlich an. Die Kornstraße. Die Kornstraße. Auch noch. Hä, als ob ich die ganze Tour jetzt wieder fahre. Halt wirklich. Lass mich hinsetzen, kann ich das machen? Ansonsten fahre ich mal ein Stück. Kannst du hinten kontrollieren gehen? Du hast deine Strecke beendet. Warte auf deine Mitspieler. Ich glaube, es ist noch eine Haltestelle. Bei mir war es... nee. Guck mal auf die blaue Tour. Warte. Oh, fahr. Oh, falsch. Schon gezeigt. Ah. Ich muss dran gewöhnen, dass ich jetzt woanders blinken muss. Hier.
Endstation. Aussteigen. Tschüss. Tschüss. Du stehst im Weg. Achso. Gut. Komm schon, Aufstieg Level 9 wäre gut. Was? Was? Ich habe nur minus 1,7 gemacht? Ja. Aber wir haben fast Level 9. Durch Kollisionen 12 Millionen. Das war echt viel. Das ist echt viel. Aber wir haben fast Stufe 9 und können den Erdgasbus kaufen. Und wir haben fast 350.000. Aber ich bin nirgendwo. Also, das warst nur du mit dem wogegen fahren. Ja, scheinbar. Alter. 11.000, also Millionen können es nicht sein, da. Weil meine Strecke. Lass mal vielleicht den Bus verkaufen tatsächlich, damit wir uns einen Erdgasbus kaufen können. Okay. Oder? Wollen wir noch weiterspielen? Es ist jetzt 1.30 Uhr. Also ich hätte Lust, aber von mir aus, also ja. Wenn du jetzt nicht mehr möchtest, dann kann ich es auch verstehen. Ja, doch. Okay, wir müssen uns mal gucken. Also wir suchen uns jetzt mal einen Bus raus aus dem Shop, den wir kaufen wollen. Entweder, das ist der Urban Way, kostet 330.000. Iveco. Du kennst dich doch mehr mit Bussen. Naja, es ist im Prinzip bloß eine Sitzplätze 29, Sitze 24. Ich weiß halt nicht mal, was jetzt der Unterschied ist, ob jetzt ein Setra, also ob jetzt 49 verfügbare Sitzplätze auf einer gewissen Route mehr bringen als weniger. Das weiß ich natürlich auch noch nicht so richtig. Aber ich denke mal schon, dass es für eine längere Route, ein größerer Bus. Wie viel kostet der günstigste Gasbus? Also der günstigste Gasbus, der ist 330.000 ab Level 9 oder der für 350.000, den könnten wir jetzt schon kaufen. So, dann müssen wir uns jetzt überlegen, dann fahren wir jeder nochmal eine kleine Route. Eine kurze. Okay, dann ja. Und zwar hintereinander her, dann dürfte es auch nicht so lange dauern. Ja. Super. Dann würde ich einfach die vorne im Astra Park vorschlagen. Die rosa, ne? Die 3? Ja. Gut. Dann starten wir. Die anderen 9, 25, 10, 16, 9, 52. Theoretisch unten die gelbe, die Nummer 9, würde sonst schneller gehen, aber. Ist mir alles recht. Start gern mal eine. Für mich aus können wir die Astra Park machen wir noch nicht so viel.